Der Eisenbedarf ist in der Schwangerschaft erhöht. Aber warum genau ist das eigentlich so und wieso brauchen wir nochmal Eisen? Das erfährst du in diesem Video. Bleib einfach dran! Schwangere brauchen vor allem auch zum Ende der Schwangerschaft mehr Blut, um die Gebärmutter, Mutterkuchen und auch den Embryo optimal mit Sauerstoff und Blut zu versorgen. Tatsächlich steigt auch das Blutvolumen zwischen 30% und 40% zum Ende hin der Schwangerschaft und somit verdoppelt sich auch der Eisenbedarf von 15 auf 30 Milligramm. Dieser erhöhte Bedarf führt dann dazu, dass sogar hier in Europa bis zu 30% der Frauen an einem Eisenmangel leiden. Aber noch einmal ganz kurz zusammengefasst, was ist Eisen überhaupt? Eisen ist ein Mineralstoff, den wir über die Ernährung aufnehmen und ist vor allem Bestandteil unserer roten Blutkörperchen, und zwar diesem roten Blutfarbstoff. Deswegen ist quasi unser Blut auch einfach nur rot, wegen dem Eisen. Und dadurch, dass Eisen so eine wichtige Rolle bei uns im Blut hat, ist es auch essentiell für den Sauerstofftransport. Das heißt, alle unsere Zellen werden so optimal mit Sauerstoff versorgt und wir können überhaupt in der Lage sein, Energie zu bilden. Unter anderem hat es auch noch einen Einfluss auf sowas wie Haare, Nägel, Haut, auch deine Müdigkeit, quasi dein Aktivitätslevel, wie du dich fühlst. Auf all das hat Eisen eine Auswirkung. Wenn wir jetzt aber auch nochmal zu den Schwangeren zurückkommen, was kann man da eigentlich genau machen? Also was ist, wenn ich zu wenig Eisen zu mir nehme? Natürlich kann man das auch über die Ernährung regeln und in den meisten Fällen reicht das hier auch völlig. Aber gerade durch den erhöhten Bedarf in der Schwangerschaft kann es gegebenenfalls möglich sein oder auch sinnvoll sein, hier eine Eisenzufuhr auch extern über ein Präparat zum Beispiel zu regeln. Wenn du jetzt immer noch Fragen zum Thema Eisen in der Schwangerschaft hast, dann klick einfach direkt auf den Link hier unter dem Video. Da bekommst du mehr Informationen genau dazu. Ansonsten wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Like da, kommentiere, wenn du weitere Fragen hast. Ansonsten wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Markus von Seraskin.